Einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Jurassic World Evolution 2. In der letzten Folge waren wir ja schön auf Fototour gewesen und jetzt wird es wahrscheinlich Zeit, dass wir unseren Park erweitern. Ich hoffe, euch da draußen geht es soweit gut und wenn nicht, seht zu, dass ihr das hinbekommt. Jetzt müssen wir ein paar Dinos einfangen. Dann wollen wir das mal machen. Wir schicken mal eine Expedition los. Oh. Oh, unzureichende Fähigkeiten. Ah ja. Okay, wir brauchen dieses und wir brauchen Wissenschaft. Alles klar. Also Zahnrädchen und Wissenschaft. Ach, ich brauche so eine Personalanlage. Es war ja klar. Immer ist doch irgendwas. Moment, wo haben wir die denn jetzt? Das war's doch, oder? Personalzentrum, genau. Legen wir das hier irgendwie dazwischen gebuddert? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber wir kriegen es hier hin. So. Machen wir doch. So. Auch zum Moment, bis es fertig ist. Wir gehen wieder auf dreifache Geschwindigkeit. Unser Jeep, mit dem wir unsere Fototour gemacht haben, kommt auch gerade nach Hause. Forschung verfügbar. Wissenschaftlertraining. Okay. Ermöglicht die Ausbildung von Wissenschaftlern, gewährt jedem Wissenschaftler einen Trainingspunkt. Ja, aber dafür müssen wir erstmal welche einstellen, ne? Lange nicht gebaut? Doch, klar habe ich gebaut. Hä? Ist doch hier Personalzentrum? Moment. Wissenschaftszentrum. Das macht Sinn, ne? Wissenschaftler, Wissenschaftszentrum. Macht Sinn. Macht Sinn. Ich verstehe den Sinn dahinter. Das. Das packen wir hier hin. So, hast noch keinen Weg. Du kriegst aber deinen Weg. Na? Moment. Sag mal. Was machet? So. So. Jetzt aber. Fossilien ansehen. Okay. Nee, jetzt. Immer noch nicht? Kontrollzentrum. Was? Folgendes bauen, damit du noch. Natürlich kein Kontrollzentrum. Wer keine Kontrolle hat, hat auch kein Kontrollzentrum. Und ohne Kontrollzentrum hast du keine Kontrolle. So. Das ist jetzt so dieses Wende an, was du gelernt hast. Und wenn ich nichts gelernt habe? Oh mein Gott, ich habe Angst vor der Prüfung. So, jetzt aber. Komm. Wissenschaftler. Also, wir brauchen Logistik und Gentechnik. Ihr seid alle irgendwie so ein bisschen Durchschnitt, wa? Toll. Logistik. Sie hat zwei. Der Rest hat nur eins, ne? Na gut, nehmen wir sie schon mal. Aber wir brauchen mehr Logistik. Er hat eins. Gentechnik vier. Eins, zwei, eins. Eins, zwei, eins. Warte mal, sie ist ein bisschen billiger. Das klingt falsch. Nicht zugewiesen. Billigere Forschung. Okay, ich würde es jetzt aber auch noch nicht ganz so übertreiben. Nicht, dass uns zwischendurch noch die Knete ausgeht. Und das kann ja nun wirklich keiner wollen. Gentechnik. Aber ich brauche mehr Logistik, ne? Ich glaube, der Schwerpunkt hier ist so ein bisschen auch die Leute auszubilden. Alles klar. Warte mal, Fossilien ansehen. Kann ich da überhaupt schon was? Keine Fossilien. Okay, gut. Dann Expedition. Dann schauen wir doch mal. Was haben wir denn hier? Herasaurus. Dilophosaurus. Oh, die sind toll.
Das ist, was sind das für? Photonen. Das sind so kleine. Nee. Oh ja. Der gefällt mir ganz gut. Da muss ich alle drei. Ach nee. Hä? Ah, ach so. Ja. Hier vorne. Ja, klar. Er war doch gerade 5. Hast du jetzt nochmal nachgerechnet und gemerkt, ach nee, passt nicht. Okay. Dann holen wir uns ein paar Fleischfresser. Aber während die das machen, muss ich mal gucken. Wie groß ist jetzt wirklich das, was ich... Ah ja. Okay, der Rest ist nicht frei. Wo wollen wir die Jungs hinsetzen? Gleich hier ins Bereich Verwaltung? Nee. Ich würde sagen, wir gehen hier so ein bisschen runter und bauen... Ja, so machen wir das. Dann ziehen wir hier erstmal einen Weg. So. 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 Die Problemfälle möchte ich gerne ein wenig abseits vom... unseren Verwaltungsanlagen. Dann Gehege, Zäune. Oh, warte mal, Forschung. Forschung gibt es ja auch noch. Ich würde gerne mal bessere Zäune haben. Also, nicht genügend Wissenschaftler. Hast du Pech gehabt? Siehst du, wie du klarkommst. Okay, alles klar. Dann ist das so erstmal in Ordnung. Müssen wir halt schauen, ne? Dass die einfach so gut es geht zufrieden sind. Ja? Ne? So. So. Ich weiß auch nicht, wie viel Platz die brauchen. Ich weiß über den noch gar nichts. Die hatten wir nämlich noch nicht. So, wir fangen erstmal hier klein an. So. Dann Strom braucht ihr auf alle Fälle auch noch, darf ich sagen. Genau, dann kann ich in die andere Richtung noch erweitern. So. Dann würde ich sagen, bauen wir hier noch unser Türchen rein. Ein wunderschönes kleines Türchen. Ja. Okay, dann. Ihr braucht auf alle Fälle auch eine Prise Wasser. Die Prise Wasser machen wir nämlich gleich hier so hin. So, dann muss da dieses Überprüfungsding. Ich vergesse immer, wie es heißt. Ach, Quatsch, ist hier. So. Nicht? So. So ist das. Bauen wir dahin. Wasser habt ihr immer noch genug? Weil so können nämlich die Ranger zack rein und auch schnell wieder raus, bevor da irgendwelche Dinos ankommen und meinen, hier Stress zu machen. Dann, damit die Leute was zu gaffen. Oh, nee, der Weg. Echt jetzt? Oh, Mann, no. Ich will das hier vorne haben. Ich will aber auch keinen Knick reinmachen. Oh, Mann, das ist immer die Wahl zwischen Pest und Cholera manchmal, wenn man nicht aufpasst. Immer was halt so. So. Und Günther auch noch begucken, wie sie dann Wasser schlabbern. Immer was halt so. 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 Bei der Beute weiß ich halt noch nicht, was für eine Beute die haben wollen. Deswegen warte ich damit jetzt nochmal einen kurzen Moment. Im ersten Teil war es einfacher. Da hattest du ja. Jeder hat dieses ganz normale Fleisch genommen und musste nicht unbedingt was jagen. Aufgabe hinzufügen. So. Dann könnt ihr das leichter abchecken. Ja, ich verliere Geld. Ich verliere Geld. Das ist nicht gut. So, seid ihr bald fertig? Ja, sieht gut aus. Was hier auch so ein bisschen fehlt, ich weiß gar nicht, ob das im Sandkasten-Modus nicht auch dabei ist, vielleicht. Dieses,
Der neue Bewohner des Jurassic Parks. Arizona. Okay, Leben fangen. Mitrichiachiosaurus. Oder irgendwie so in der Richtung. Da gucken wir gar nicht so genau hin. So. So. Und so. Ja, schön rein damit. Schön rein damit. Oh, warte, jetzt kann ich aber hier Dingskirchen. Hier, Forschung. So. Bessere Zäune. Die will ich nämlich doch gerne haben. So. Und so. Aufgabe starten. Ich hab doch. Ja. Schon gerne was, was ein bisschen stabiler ist. Gerade in Hinsicht auf die ganzen gefährlichen Dinos. Benötigt. Statusprüfung. Alles klar. Dann prüfet mal den Status. Oh, es sind schon hübsche. Schönes gestreiftes Muster. Oh, die machen hier schon wieder. Okay, so. Wald wollt ihr. Ihr wollt Wald? Ihr sollt Wald haben. Welchen Wald haben wir denn hier zur Auswahl? Wir haben diesen Wald. Das ist nur Blätter und Pflanzen. Oh, diesen Wald haben wir auch. Das gefällt mir besser als der andere. Ja, manchmal ist Wald auch eine Frage. Warum macht ihr da hier so gut wie gar nichts? Na toll, der Baum ist außerhalb. Clever. So viel Platz und ihr baut da keine, macht da keine Bäume hin. Also ist mir manchmal auch ein bisschen. Nehmen wir mal von denen vielleicht. Ach ja. Hier kommt gleich mehr Wald ins Spiel, wa? Versperrt. Versperrt, versperrt. So, habt ihr jetzt genug Wald? Fehlender Freiraum. Hier ist das alles zu klein, ne? Na gut, dann geben wir euch nochmal ein bisschen mehr Platz. So nach hinten vielleicht. So. Ne? So. So. Dann geben wir euch noch ein bisschen mehr Freiraum. Oh, scheiße. Das ist schief geworden. Oh. Nee, Moment. Weg damit. Ein bisschen gerade möchte ich schon. Denn es heißt ja quadratisch. Praktisch gut. So, dann können wir das in der Mitte wegnehmen. Weil ich lasse das nämlich immer gerne so lange, bis inner Freiraum. So. Guckt euch um, ihr habt mehr Freiraum. Forschung abgeschlossen. Fehlender Freiraum, ja. Komm. Geh mal nach hinten. Guck dich doch mal richtig um. Dann würdest du wissen, dass. Kein Strom? Oh oh. Kein Strom ist nicht gut. Auffüllen. Volle Kanne auffüllen. So. Gut, das Problem war eines der kleineren. Das haben wir schon mal gelöst. So, Jungs. Jetzt aber. Seid ihr jetzt mal langsam. Da Freiraum. Bin noch nicht rum. Hier hinten. Ach, die ist so ein Riesengehege. Ja, mal nochmal. Statusprüfung. Und was futtert ihr eigentlich? Ganz normal Fleisch. Dieses hier. Es wird keine Ziege angezeigt. So. Ja, erkundet mal. Hier hinten. Genau, hier geht es nämlich auch weiter. Wollt mich doch verarschen. Hier denn noch? Ist doch quasi schon riesig.
Genau, jetzt will ich aber mal gucken. Ich möchte mal gerne upgraden hier. Nee. Es ging noch irgendwie mit upgraden hier. 2. Sind die schon auf Stufe 2? Nee. Sind noch die einfachen Zäune. Ja, warte, hier, ersetzen aus, ein. Ja, so rum war das. So. Na, das kleine Stück wollen wir auch. Ein stärkerer Zaun ist es. Ist auch hier Bedrohung. Ach du Scheiße, ja. Wenn ich das ersetze, dann ist erstmal alles weg, hä? Komm mal hin hier. Das wäre was. Und deswegen nehme ich mir die Dinos abhauen. Nee, gleich keine Bedrohung mehr. Stopp. Ist das schon eine abgehauen? Na, kann auch bald nicht sein. Die Zäune sind jetzt alle Stufe 3. Tatsache, irgendeiner muss hier schon abgehauen sein, oder? Also, nö. Keine Gefahr mehr für die Gäste. So, alles cool. Weiß gar nicht, was du hast. Aber ihr wollt echt noch mehr Freiraum. Na gut. Dann will ich euch den Freiraum auch noch geben. So. Jetzt können wir gleich die besseren Zäune bauen. Ja. Nein. Das machen wir ein wenig anders. Es ist wieder krumm und schief. Ah, Mann, no. Ich will aber nicht, dass es wieder krumm und schief ist. Nee, Doktor. Hier an. Oh. Ja. Muss ich hier nochmal ein bisschen länger ziehen. Man geht doch nicht immer gleich komplett weg. So, ziehe ich hier länger. So, damit ich... Der will da unbedingt andocken. Höre auf. Hör auf mit dem Scheiß. Hm. Was anders? So? Jetzt weißt du gar nicht mehr, wohin. Ach, komm. Na? Na? Ja. Und jetzt aber hier. Ja. Echt jetzt? Jetzt machst du einen Bogen? Willst du? Ach, weil da schon was ist. So. Ja, sowas muss man mögen. Okay. Dreifache Geschwindigkeit ist immer noch drinne. Warum Gefahr? Es droht doch keine Gefahr mehr. So, siehst du? So, jetzt habt ihr sogar noch mal mehr Spielplatz gekriegt. So, seid ihr jetzt endlich mal... Wo seid ihr denn? Ach, da seid ihr. Ihr wollt eine Beute auch noch. Ach, na gut. Ne? Setzen wir die dahin. Nö, wobei. Nee, Quatsch. Komm weg. Wenn ihr halt viel Beute wollt, dann kriegt ihr Beute. Ich kann fast überall anfangen, hier Beute anzubasteln, oder? Und wir wollen alle Fleischfresser eine Beute. So, Kinder, auf geht's. Ihr habt jetzt eine Beute. Jagt und seid zufrieden. Dankeschön. Endlich. Hm? Moment. Ich will aber nochmal forschen. Nee, hier ist forschen. Zaun, Stufe 3. Den will ich gern. Ah, ich brauche mehr Logistik. Und ich muss den Park aufmachen. So, Anlage öffnen, damit Geld reinkommt. Wir brauchen Besucher. So, was wir aber auch brauchen, um die Besucher zu schützen, ist ein Schutzraum. So, einen packen wir nämlich gleich hier hin. So. Okay. Lasset das Geld reinkommen. Dann brauche ich aber noch
mehr Logistik. Oh, warte mal. Wir versuchen es mal anders. Hier haben wir... Ist das dieses hier? Freier Platz. Aha. Quatsch. So. Nein. Jetzt stell dich doch mir nicht ganz so blöd an. So, jetzt können wir hier dieses machen, ne? Dann erforschen wir das mal. So, dann können wir die nämlich ausbilden. Und dadurch gewisse Stats dann halt einfach verwenden. Ich dachte jetzt gerade bei dem Schatten, der da beim Heli hoch ist, wäre irgendwie ein Dino draußen. Ah, super. Bleib locker und entspannt. Den Jungs geht's gut, die sind zufrieden. Ich möchte immer gerne, gerade bei Fleischfressern oder sonstiges, das habe ich im ersten Teil meistens so gemacht, dass ich dann erst wirklich sowas wie ein T-Rex oder dergleichen halt reingesetzt habe, wenn... So, Wissenschaftlertraining. Kann ich jetzt? Ach, ausruhen. Trainieren. So. Trainieren. Und auch trainieren. Nicht aus. Ach. Ach so. Bestätigen. Muss auch noch bestätigen hier, ne? Trainieren. So, auch mehr Logistik. Bestätigen. Das ist aber ganz schön teuer, euer Training, ne? Hoffentlich lohnt sich das, du. Wohlbefinden. Komm, kriegst auch nochmal Logistik. Dann trainiert mal fleißig. Oder seid ihr schon fertig trainiert dann? Gute Frage. Warte, wir gucken. Wir sehen es ja gleich bei der Forschung, weil Bandy... Ah ja. Unzureichende Fähigkeiten? Oh. Ja, Mann. Komm schon. Trainieren. Forschung erforderlich. Forschung erforderlich. Ja, okay. Muss ich komme nicht drum rum. Ich muss einen setzen. Was ist das Günstige, was ich kriegen kann? Sieh hier. Komm, dann bist du hier offiziell eingestellt. Kontrollzentrum, Forschung. So. So. Das reicht nicht. Du willst mich verarschen. Das ist das. Mann, no. Okay, was haben wir denn hier noch? Ach ja, Wissenschaftstraining 2. Jo, hätte man ja ruhig mal erforschen können vorher. Das reicht wieder nicht, ne? Natürlich reicht das nicht. Ich kann nur 2 einsetzen? Ihr Miesen? Warum kann ich dafür nur 2 Wissenschaftler ein... Was ist das hier? Forschung erforderlich. Gebäude-Upgrades. Dann machen wir das halt. So. Mal eben 100.000 ausgeben dafür. Oh, das wäre vielleicht mal ganz praktisch, wenn wir hier Tuberkulose. Uiuiui. Wenn wir auch mal was heilen könnten. Naja, gut. Unsere Wissenschaftler sind gerade komplett ausgebucht. Eieiei. Das ist ja wieder mal. Das ist aber auch wieder so blöd. Irgendwie. Nee, nicht entlassen. Trainieren. Oh. Geht. Ach so. Weil ihr eh schon nicht so. Forschung erforderlich. Ich. Eigentlich muss ich darauf hoffen, dass ich hier mal einen anheuern kann, der in Sachen Logistik echt was auf dem Kasten hat. Aber irgendwie ist das nicht der Fall. Nee, bringt alles nichts. Das bringt so alles nichts. Effizienz-Upgrade. Na gut. Forschung abgeschlossen.
Forschung verfügbar. Kostenupgrades. Okay. So, dann guck. Geht das hier? Natürlich fülle ich erstmal komplett auf. Deaktivieren? Nee. Ach, man kann Gebäude bewegen. Schön, dass mir das jetzt auffällt. Kann ich hier was upgraden irgendwie, was Sinn macht? Ich habe keine Upgrades. Alles klar. Dann habe ich keine Upgrades. Hier auch nicht. Hier. Habe ich hier ab? Nein, auch keine Upgrades. Okay. Forschung. Kosten-Upgrade, Effizienz-Upgrade. Das kann ich auch wieder nicht erforschen, weil ich... Ey, was soll das? Warum kann ich nur... Achso, ja gut. Ich habe nichts gesagt. Reicht schon. Okay, dann machen wir das Upgrade hier. So, warte mal. Kosten-Upgrade. Aber wo... Werte auffüllen. Nein. Wissenschaftler ansehen. Ah. Verkürzt, reduziert die Wissenschaft. Aha. Die Ruhezeiten werden verkürzt. Und das ist. Senkt die Ruhe. Ja, was machen wir? Achso, Nee, die Ruhezeit verkürzen. Haben wir hier? Nein, da haben wir noch nichts Effektives. Bei dem Paläomedizinischen haben wir auch nichts, was Sinn macht. Besucherzentrum? Nein, können wir nur verlegen. Eins. Verringert die nötige Zeit zum Scannen von Sauriern um... Nehme ich. Und was ist hier? Hier ist gar nichts. Ist hier was los? Zwei sogar. Optimierte Administration. Senkt die Einstellungskosten für Wissenschaftler um 25% und die Wissenschaftlergehälter um 10%. Verbesserte Bauweise. Senkt die Baukosten global um 20%. Ja, machen wir, ne? Das ist doch ganz okay so. Hm. Naja, gut. Diesmal haben wir jetzt nicht ganz so viel geschafft, aber an dieser Stelle, naja, wobei, was heißt, nicht ganz so viel. Wir haben einige Upgrades, wir haben ein paar Wissenschaftler und wir haben ein paar Dinos hingedübelt, also was willst du mehr? In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da, schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr, aber Hauptsache wie immer, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal, euer Scotty. Ciao, ciao.